So, was sind wir? Schau doch raus. Auf dem ruhigsten Camping. Was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ruhig. Idyllisch. So, jetzt aber ganz von vorne. Letztes Wochenende waren wir am Formel-1-Rennen in Spielberg. Jetzt denkst du sicher, der Minimalist am Formel-1-Rennen. What? Ja, seit etwa 3 Jahren verfolgen wir jedes Formel-1-Rennen. Und letztes Jahr sind wir sogar schon mal live dabei gewesen, und zwar in Ungarn. Dort haben wir so viele coole Menschen kennengelernt und ein paar von denen haben wir sogar dieses Jahr in Österreich wieder gesehen. Wir haben mit denen zusammen unser Camp aufgebaut und einfach ein geniales Wochenende gehabt. The music is not to my taste, to be honest. Ich lese gerade das Buch «The Power of Fun» und in diesem Buch geht es eigentlich genau um das. Wenn man eine gute Connection hat, also gute Leute dabei, wenn man voll im Flow ist, also alles rundherum vergisst und ein bisschen Playfulness hat, also etwas Spielerisches macht, dann hat man wirklich Spass. Und das kann ich zu 100% unterschreiben. Und genau so ist ein Wochenende am Formel-1-Rennen. Es war einfach wieder ein unbeschreibliches Wochenende. Wenn du das erste Mal die Treppe drauflaufst und nachher die Strecke siehst und dann die Autos siehst, durchfahren, ist einfach unbeschreiblich. So viel Spass und dann ist es auch mal scheißegal, wenn es einfach voll regnet. Und zum Glück haben wir ein kleines Partyzelt dabei gehabt, wo wir alle schön darunter Platz hatten. Und ja, das war wieder ein Erlebnis. Und das war es auch für diese Woche. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, auch wenn du nichts mit Formel 1 anfangen kannst. Und wenn es dich gleich mal ein bisschen interessiert, dann kann ich nur empfehlen, auf Netflix einmal Drive to Survive zu schauen. Weil nach dieser Serie sind wir auch total angefressen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.